So, Hallihallöchen. Aha, ja, wir werden heute gucken, ob mein Handy funktioniert. Nein, ein PC bauen. Aber ich will trotzdem mal gucken, ob mein Handy funktioniert. Also die Kamera mit dem Handy, diese Droidcam. Werden wir heute nämlich ein bisschen brauchen. Denn ich werde heute, wie der Titel schon sagt, wie ich gerade selbst schon gesagt habe, ein PC bauen. Ah, Mensch, das funktioniert ja out of the blue. Ja, wir werden heute ein PC bauen, weil, ja, da liegt schon diverse Teile dafür. Weil wir, nein, nicht wir, ein Bekannter von mir hat das Problem, dass ihm ein Rechner abgeraucht ist. Und zwar im wahrsten Sinne des Wortes. Die hatten da bei sich einen kleinen Sturm und dann kam ein Blitz und nach dem Blitz war Rauch aus seinem PC. Ja. Dementsprechend leider soweit alles futsch. Also seine Grafikkarte durch, sein Netz, also das Motherboard war sowieso durch, Netzteil sowieso auch. Genau, Netzteil war durch, Motherboard war durch, Grafikkarte war durch. Festplatten haben, also funktionieren soweit noch. Allerdings, als ich die bei mir in den Testrechner eingebaut habe, in meinen Testrechner, der bei mir hier unten. Aha, bei dem Rechner hier, bei dem Beast, der jetzt immer so schön vor sich her blinkt, danke Windows. Als ich ihn hier eingebaut habe, hat er sich immer mit dem Bluescreen verabschiedet. Jetzt weiß ich nicht, ob das Betriebssystem durch den Absturz futsch ist oder ob da defekte Sektoren entstanden sind durch den Blitzeinschlag. Wobei, wie gesagt, wenn die Festplatte an sich noch funktioniert, dann ist es eher unwahrscheinlich. Ja, oder ob einfach Windows in dem Moment mit der neuen Hardware nicht klarkommt. Kann ja auch sein. Auf jeden Fall hat er mir gesagt, Festplatte ist eigentlich egal, weil er ist kein Power-User in irgendeiner Weise. Also er spielt nicht mit dem PC, er arbeitet nicht wirklich mit dem PC. Alles, was er macht, er ist ein alter, gebrochener Mann, ja. Also wir reden jetzt hier von einem Herrn, der, naja, ich sag mal Anfang 50 ist. Ja, und dementsprechend, das Einzige, was er mit dem PC macht, ist, dass er halt, ja, er arbeitet halt, ne, berufstätig. Und die Daten, die dabei halt anfallen bei ihm auf Arbeit, die bearbeitet er halt auch zu Hause bei seinem Rechner und hat die Daten aber alle weitestgehend auf dem USB-Stick und auf einer Backup-USB-Festplatte, die zu seinem Glück in dem Fall beide in dem Moment nicht angesteckt waren. Ich weiß auch gar nicht, ob der Rechner in dem Moment überhaupt an war oder ob der aus war, aber so wie er es mir erzählt hat, war der Rechner wohl an. Aber er hat daran gerade nicht gearbeitet. Irgendwie keine Ahnung, ist auch völlig egal. Auf jeden Fall, wie gesagt, der Rechner an sich ist halt tot. So, jetzt habe ich ja, ich hab einen neuen Rechner und dementsprechend diverse alte Hardware rumliegen von meinen alten Rechnern. Und da hat er mich gebeten, ob ich ihn da einen Rechner zusammenbasteln könnte. Anforderungen sind quasi non-existent, weil wie gesagt, alles, was er da macht, ist ab und zu eine Excel-Datei öffnen oder eine Word-Datei öffnen oder irgendwie sowas in der Hinsicht. Also wie gesagt, Performance ist komplett irrelevant. Es muss halt einfach nur ein Rechner sein, der wieder funktioniert und der USB hat. Und Grafikausgabe, ne? Versteht schon, ne? Genau, das heißt, wir werden das heute machen. Ich werde erstmal durch meine ganze Hardware gucken. Wie gesagt, ich habe doch schon ein bisschen was zurechtgelegt, wie man gerade gesehen hat. Was das wohl sein wird. Er hat mir auch gesagt, wie gesagt, dadurch, dass an dem Rechner keine Anforderungen sind, brauche ich auch nichts irgendwie Neues besorgen, sondern alles, was bei mir so rumliegt, kann ich einfach ihm das zusammenbauen, was halt irgendwie funktioniert. Dementsprechend werde ich auch das machen. Das Einzige, was halt neu sein wird, einfach weil es bei mir jetzt vor kurzem angefallen ist, ist das Gehäuse von meinem alten Testrechner. Ne, ich habe bei meinem Testrechner, das hat jetzt ein neues Gehäuse, dieses Be Quiet Purebase 600. Geilstes Gehäuse ever.
Und ja, dementsprechend ist das alte Gehäuse. Ich weiß gar nicht mehr, wie das Ding heißt. Aber gut. Da können wir mal ganz kurz nachgucken hier. Amazon. Amazon braucht wieder ewig zum Starten. Nicey dicey. Ja, unser Internet. Ne? Wer kennt's? Ich. Okay, Amazon macht halt einfach gar nichts mehr. Sag mal, Internet. Wie wär's mal hier mit ein bisschen. Ja, 600er Ping. Völlig normal. Sieht gut aus. Bestellungen. Bestellungen. Ja, das hier ist bei mir tatsächlich normal. Die Woche ist wieder besonders schlimm. Das war ein RGB-Case, ne? Wie soll ich das denn mit RGB finden? Ja, genau, das hier war's. Kann ich das nicht, dass ihr hier aus Versehen Sachen seht, die ihr nicht sehen sollt? Inkognito-Fenster? Ja, das geht. Nicey dicey. So. Voilà. Das Ding hier ist es. Das, wie gesagt, das hatte ich mir damals. Was willst du jetzt von mir? Weg da. Das hatte ich mir damals. Diese Grafik. Das hatte ich mir damals, wie gesagt, geschossen. Preiswert. Na gut, so preiswert ist es jetzt mittlerweile gar nicht mehr. Wie teuer war das denn, als ich mir es gekauft habe? Wait a minute. Angaben zur Bestellung. Ich habe es mir gekauft für 40 Euro, oder? Bestelldetails anzeigen. Ja genau, 40 Euro hat es damals gekostet gehabt. Jetzt kostet es 46 Euro, danke dafür. Egal. Fakt ist auf jeden Fall, das Ding habe ich mir damals geschossen, als, ja, weil ich dachte, YOLO für eine Test-PC reicht's. Aber für meine Ansprüche ist das Gehäuse halt so blöd, dass ich, also das Blödeste daran ist, dass das Ding halt keine Frontschicht hat für CD-ROM und, ne, da mein Testrechner ja auch Blu-ray-Laufwerke haben sollte, weil da ja Windows drauf läuft und ich deswegen da meine ganzen Blu-ray-Rips drauf mache, weil da Make-MKV drauf läuft. Also Make-MKV gibt es auch für Linux, aber bei jeder neuen Version muss es neu kompilieren und das ist mir einfach zu behindert. Deswegen nutze ich einfach die Windows-Version auch beim Testrechner, deswegen sollte ich auch die ganzen Blu-ray-Laufwerke haben. Außerdem hat es auch einen kleinen. Ja, wenn ich halt jetzt 20 Blu-rays rippe, dann rödeln die Laufwerke halt entsprechend. Ne? CDs und Blu-rays, gerade so Blu-rays, die jetzt nicht so hochwertig produziert wurden, haben halt Umwucht. Und das würde ich meinem Hauptrechner nicht antun. Immerhin sind da Festplatten drin. Ich weiß, ist jetzt vielleicht ein bisschen paranoid, aber. Auf jeden Fall, das sind so ein paar Gründe, weswegen mein Testrechner halt Laufwerke haben sollte. Auch, weil bei mir noch zwei Blu-ray-Laufwerke rumlagen und ich die dafür auch nicht verwenden wollte. Deswegen hat mein Testrechner jetzt auch ein PureBase 600 Gehäuse bekommen. Also quasi. Ach, hier ist das Internet. Be quiet, PureBase 600. Mein Mikrofonkabel liegt hier im Weg. Was ist denn hier los? So, da, ne, das Ding aber bitte mit weißen Streifen. Da, ja, genau, hier ist es doch. Das Ding, das habe ich mir halt, das habe ich jetzt mittlerweile zweimal. Und mit dem bin ich halt super zufrieden. Und es hat halt auch zwei Schächte für Blu-ray-Laufwerke. Ne? Dementsprechend ist jetzt das Gehäuse halt frei geworden und weil ich halt sonst auch kein Gehäuse mehr rumfliegen habe, da ja meine ganzen ganz alten Gehäuse von meinen alten Rechnern, die waren ja für moderne Systeme nicht mehr zu gebrauchen, deswegen habe ich die Dinger tatsächlich einfach über den Jordan geworfen, also an den Straßenrand gestellt und die haben wollten, haben sich dann mitgenommen, die waren noch relativ schnell weg. Genau, deswegen werden wir jetzt das alte Gehäuse nutzen und ja, das ist das einzig Neuere an dem System. So, ich werde dann jetzt mal direkt das Gehäuse auch mal herholen und mir angucken, in welchem Zustand das überhaupt noch ist. Weil ich hatte es, als ich es weggestellt habe, ich wollte es auch schon an den Straßenrand stellen. Ne? So weit war es schon. Aber ich habe es, als ich das vorbereitet habe, für an den Straßenrand stellen, weitestgehend in Auslieferungszustand gebracht, damit der das Gehäuse mitnimmt, ein schönes Gehäuse hat. Weil wie gesagt, abgesehen davon, dass das Ding keine CD-Schächte hat und auch sonst ein paar Macken hat, die einfach aufgrund der Billigkeit des Gehäuses kommen,
Es ist ja trotzdem ein solides Gehäuse. Ne? So, ich werde mein Handy. Kamera. Kamera. Aha, nice. Kann ich das Ding eigentlich ausschalten? Dim. Ah, jetzt kann ich nicht mein Display, also jetzt seht ihr gar nicht, doch, seht ihr, mein Display ausschalten, obwohl die Kamera trotzdem weiterläuft. Ah, jetzt war so ein hässlicher Werbebanner im Bild, aber Get Pro Upgrade for HD Video. Ist doch HD. Ist das nicht 1080p? Ich bin die verwirrt. Nee. Das ist doch Full HD. Oder? Ist auch egal. Egal. So. Obwohl, vielleicht sollte ich doch einschalten, damit ich sehe, was ihr seht. So. Dann ist das gute Stück. Und hier liegt auch diverse andere Kacke. Genau. Hier habe ich noch diversen anderen Stuff. So diverse Kabellage. Warum ist da ein Lüfter drin? Was auch immer. Hier habe ich so diverse Grafikkarten auf meinem alten System. Wollen wir auch mal durchgucken, was wir davon gebrauchen können. Wie gesagt, Grafikleistung braucht der zwar nicht unbedingt, aber die Motherboards, die ich habe, da haben nicht alle Onboard-Grafik. Deswegen werde ich dann bei denen entsprechende Grafikkarte brauchen. Ich habe auch schon diverse, ne, meine Festplattensammlung. Ich hoffe mal, das Kamerabild ist überhaupt an sich stabil, aber sieht gut aus. Hier, ne, meine Festplattensammlung. Und achso, das weiß ich auch gar nicht. Ich glaube, ihr hört mich auch gerade doppelt, ne? Kann das sein? Nee, mein hat so eine Miku-Handy, hat kein Audio, sagt er. Ich hoffe mal, das stimmt auch. So. Ja, yeah, whatever. So. Ansonsten hört ihr mich halt doppelt. Genau, also Festplatten habe ich hier halt hoffenweise. Und die hier nicht reingepasst haben, deswegen hier noch drei. Dann habe ich auch noch ein paar Netzteile rumfliegen. Deswegen, wir werden mal gucken, was wir da so Schönes bauen. Als allererstes, wie gesagt, nehmen wir mal dieses Netzteil da und schauen mal, was da geht. So, hoppdi-dops, schalten wir mal um hier. Oh, erstmal so. So, komm mal her, mein Lieber. Ciao, ciao. So, schwuppdiwupps, dann nehmen wir mal Kamera 3. So, ich glaube mal, es war hart zu wenig Licht, oder? USB-Kabel hat sich verhangen, was ist denn hier los? So, hoppdiwupps, schwuppdiwupps, du kannst mal hier weg. Wohin damit? Ich einfach mal hier. Das ist der Klein. So. Ich versuche mal hier ein bisschen die Kamera ein bisschen höher zu bekommen. So ungefähr. Oh. Das klingt doch gut. So. Voilà. Jetzt einmal runter. Und die Kamera stellt auch wieder scharf. Sehr schön, sehr schön. So. Alter, meine Hose wirkt auf dem Video, die wirkt ja schon braun. So alt ist die Hose schon. Na egal. Für PC bauen reicht's. So. Ich sollte mal die Tastatur wegnehmen. Die liegt da so ein bisschen im Weg. Ich freue mich schon, wenn ich irgendwann mal einen Keller Werkstatt haben kann, tun werden. Wo ich dann noch mehr Platz habe. So. So. Packen wir dich mal hin hier. Passt doch relativ gut ins Bild. Nicey dicey. Gut, für euch ist das Ganze jetzt natürlich ein bisschen hochkant. Also 90 Grad gedreht. Aber geht halt gerade nicht anders. Ich habe leider keine Deckenmontierung. Von daher kann ich die Kamera nicht an die Decke bringen. Vor allem, warum grieselt die Kamera eigentlich so? Ist hier so schwaches Licht? Ja, wahrscheinlich schon. Ist draußen schon wieder ziemlich bewölkt. Von daher, ja. So. Glas runter.
Aber man kann auf der Kamera zumindest alles relativ gut erkennen, auch wenn es super kriselig ist. Ich glaube, meine Datenrate explodiert gerade. Ja, 600 Mbit. Ist natürlich schon ganz schön heftig. So, ist auch bloß Plastik, ne? Die Kappe hier ist bloß so ein ganz einfaches... Wow, wow, wow. So ein ganz einfaches, dünnes... Naja, dünn nicht, aber ist halt Plastik. So preiswert ist das Gehäuse. So, wir haben tatsächlich hier oben die Front-IO. Davon werden wir soweit alles benutzen können, außer USB 3.0, weil ja meine ganzen alten Boards, die haben ja noch kein USB 3. Das heißt, die Schnittstelle wird er nicht verwenden können, aber halt die anderen beiden. Von daher ist es doch ganz praktisch, dass das Ding zweimal USB 2.0 hat. Das war ja eins von den Sachen, wo ich mich drüber aufgeregt hatte damals. So. Warte mal ganz kurz. Muss man hier. Genau. Das war ja eine der Sachen, wo ich mich drüber damals aufgeregt hatte, warum ein modernes Board, Case, noch so viel USB 2.0 hat und dafür nur einmal USB 3.0 hat. Weil die Sache ist ja auch, der USB 3.0 Header, der immer verbaut ist, hat ja immer zweimal USB 3.0. Das heißt, du verbrauchst ein zweimal 3.0 Header dafür, um einmal USB 3.0 rauszuführen. Aber in dem Fall jetzt ist es natürlich ein Vorteil, weil unser zukünftiges Board in USB 2.0 hat. Also kann man das in dem Fall durchaus machen. So. Wir haben auch hier einen Lüfter drin. Das ist auch der Original Aerocool Lüfter. Das Gehäuse ist ja von der Firma Aerocool. Da. Was der Lüfter so bringt, wie laut der ist. Also so laut ist er nicht. Aber er ist wahrscheinlich nicht der qualitativ hochwertigste. Weil hier hinten auf dem Label, da das, was man da sieht, da ist nicht mal namhafte Firma zu sehen. Und ich bezweifle, dass Aerocool selber Lüfter herstellt. Das heißt, das scheint irgend so ein China-Import zu sein, wo einfach ein Aerocool-Sticker draufgeklebt wurde. Und dann war es das damit. So, wir haben hier unten ein bisschen Kabelmanagement. Hier da unten sollte ursprünglich mal... Wie mache ich das am liebsten? So. So. Hier unten kann normalerweise eine I.O. rein. Ich nutze natürlich keine I.O. Hier oben kann übrigens auch ein bisschen Lüfter rein. Habe ich auch nicht genutzt. Aber ich habe die Schrauben für die I.O. Die habe ich hier so reingedreht, sodass sie ein bisschen rausstehen. Und habe die genutzt, um daran so die Kabel festzumachen. Als Art Kabel, Kabelmanagement? Ja, Kabelmanagement. So, hier hängt noch eine Tüte dran mit den Schrauben. Können wir auch mal gleich rausnehmen. Da sieht man auch so eine Schraube, habe ich auch einfach dafür genutzt. Ja, also selbst wenn man keine I.O. hat, kann man so eine Schraube gut nutzen für sinnvolle Sachen. So, die Schrauben fürs Motherboard, wo das Motherboard reinkommt, sind auch noch drin. Müssen wir gucken, ob für die Motherboards entsprechend die richtigen Schrauben sind. Ansonsten sieht hier soweit alles gut aus, ne? Wir haben noch sämtliche Stecker. Wir haben Front-Audio, wobei ich nicht weiß, ist das schon HD-Audio? Das ist schon HD-Audio. Dann haben wir USB 3.0. Dann haben wir einmal USB für den Card-Reader vorne. Ne, wir haben hier vorne Card-Reader. Da. Und dann haben wir ein zweifach USB, wo auch immer der ist. Ach, hier. Ne, das ist HD-Audio. Dann bist du USB. Warum hat USB so komische Farben? Bäh. Ja, das ist, genau, steht doch ganz klein USB drauf. Das ist zweimal USB für die beiden USB 2.0 Ports vorne. Gut, Jim, dann haben wir hier noch einmal SATA-Strom, weil das Gehäuse hat zwar RGB-Licht, und zwar, wenn ihr mal hier so reinguckt, kann man auf der Kamera relativ schwer erkennen, hier ist so ein ganz kleiner LED-Streifen drin, und der leuchtet halt bunt, und den kannst du aber nicht über einen RGB-Header vom Motherboard steuern, sondern du hast ja halt nur diesen kleinen LED-Taster drauf. Da hast du hier so einen RGB-Taster drauf. Und damit kannst du halt ein paar Modis einstellen. Und das war's dann. Und das Ding braucht halt einfach nur Strom über SATA-Stecker. Und mehr kannst du dann damit nicht machen. Das fand ich auch ein bisschen schade. Ich dachte, wenn das nicht schon RGB hat, dann kann man es wenigstens gleich über
Ne, heutige Motherboards haben ja RGB-Header, wo du dann mit, wie heißt die ganze Kacke? Aura, Sync und wie die ganze Sache da heißt von AMD und so. Aber Pustekuchen. So, das heißt, wir haben schon mal ein ordentliches Case. Dann, ich glaube, wir machen erstmal ein Vorstellungsvideo, ne? Wo wir erstmal gucken, was wir überhaupt so benutzen können. Das macht Sinn, dass wir das Ganze ein bisschen aufteilen. Das also schon mal zum Case. Aufgrund des mangelnden Arbeitsplatzes hier, ja. Mein Rechner hat zwar viel Arbeitsspeicher, mein Zimmer aber nicht. Dementsprechend werde ich das Ding erstmal wieder ein bisschen zuschrauben und zur Seite stellen. Und dann gucken wir mal, was wir noch so für Komponenten haben. Wie gesagt, das hier ist das Neueste, ja. Also wenn ihr das schon schlecht fand, dead, dann seid mal schon gespannt, was noch so kommt. Wie gesagt, Leute, die meine ganz alten Let's Plays kennen, also mit ganz alt meine ich jetzt älter als 2-3 Jahre, die wissen ja, auf was für einen Rechner ich aufgenommen habe. Also AMD Phenom. X4 oder X3. Also ich habe zwei Boards, einmal ein X3-Board, also ein 3-Kerner und einmal ein 4-Kerner. Welches Board war es, müssen wir gucken. So, das Ding kommt weg. So. Dann schauen wir uns am besten als nächstes mal direkt die Motherboards an. Weil ich habe da echt keinen Plan mehr, was da was ist. Meine schönen Frotti-Schrumpfe sieht man. Hallo, ich bin ein Schrumpf. Okay, komm. Aus jetzt hier. So. Ja, das ist eine offizielle antistatische Verpackung. Gekauft von Amazon. Irgendwo so. Ja. Meine Maus mal wegpacken, bevor ich irgendwas klicke. Was nicht gut ist. Noch ein bisschen nach oben. Noch ein bisschen nach oben. Noch ein bisschen nach oben. Ja. Oh, Rinder in die Euter. Genau. So, mein Handy kann mal beiseite. Brauche ich gerade nicht. So. Habe ich überhaupt antistatische Folie drin? Oder habe ich hier echt nur Plastik drin? Ja, Plastik und Papier. Wow. Ronny, du bist da richtig professionell, du. Antistatische Folie am Arsch. So, hier haben wir das erste Motherboard. Das ist, glaube ich, ein etwas älteres Motherboard, was noch so rumflog. Ich weiß nicht mehr, welches ich jetzt hier rausbekomme. Das ist ein Intel. Wer macht denn sowas? Warum habe ich dieses Board nicht weggeschmissen? Das ist ein MSI P6N SLI Platinum. Uralt. Hat aber dafür, glaube ich, sogar schon USB 3.0 hatte das Ding noch nicht, ne? Nö. Onboard Audio, Onboard Grafik hat es auch keine. Es hat hier nur so Audio, Gigabit LAN, glaube ich schon. Dann viermal USB 2.0. Firewire, oder? Nee, das ist hier, doch, ist glaube ich Firewire. Dann einmal LTP, also Druckerport und hier PS2. Ansonsten hat das Ding, ja, die RAM-Riegel sind auch noch alle drauf, hat glaube ich 8 GB. Muss ich mal ganz gut gucken hier. Das sind, steht da echt was, echt viel drauf. Ach nee, guck mal, ist nur 512 MB. Oh, okay, dann hatte das Board hier doch nicht so viel. Ja gut, ich meine, ich weiß doch gerade nicht mal mehr, wo das Board herkommt. Ich meine, ach, hallo, ist Intel. Wer nutzt heutzutage noch Intel? Ich persönlich habe nie Intel genutzt. Wo kommt denn das Board her? Ach, wer weiß. Ja gut, haben wir schon mal ein erstes Überraschungsboard. Natürlich mit I.O. Shield, ganz klar. So, dann müssten jetzt meine beiden Motherboards kommen, die ich vielleicht genutzt habe. Genau. So, du kommst nach da. So, da war das erste Board. Das hier. Super unscheinbar. Ist ja auch nicht wirklich was drauf. Außer halt hier drinnen drunter versteckten AMD-Prozessor, wo wir gleich mal gucken müssen, was das denn für einer ist. Ansonsten haben wir halt, ne, die klassischen Vertreter. Audio, Gigabit, viermal USB, einmal VGA und einmal HDMI. Also schon mal Onboard-Grafik. Daher dürfte das hier
meine Powers, also meine damalige Workstation gewesen sein. Und dementsprechend hatte das Ding wahrscheinlich den 3-Kerner. Soweit ich weiß. Das Ding hat aber auf jeden Fall 8 GB Arbeitsspeicher, ne? 4x2 GB Riegel. Genau, 2 GB, 2 RX, PC3, 10.600 U. Was auch immer das bedeutet. Genau, 1333 MHz. Natürlich noch DDR3, ne? Ganz klar. Wenn sich da falsche Hoffnungen macht. Meine alten Systeme waren definitiv alle maximal DDR3, wenn nicht sogar noch DDR2. So, genau. Ansonsten hier nichts Besonderes drauf. Micro-ATX. Ne, wobei schon Mini-ATX. Ne, doch, Micro-ATX. Hat ja bloß 4 Schnittstellen. Davon einmal PCI und dann dreimal PCI Express. Einmal 16-fach, zweimal einfach. Also, wie gesagt, ein kleines Board. Hat aber für damals halt vollkommen ausgereicht. Dafür hat das Ding halt 4 SATA-Schnittstellen. Wobei man schon eine Farbkodierung sieht, die sind ein bisschen sehr seltsam. Also davon sind 2 Schnittstellen, die bei den schwarzen sind, glaube ich, normale Schnittstellen. Und die rote und weiße ist für Weight-Konfiguration irgendwie gedacht. Man kann die aber auch alle einfach so benutzen. Also ich habe die auch einfach alle so benutzt. Ne, wenn man das Hardware-Weight-Feature nicht nutzt, dann kann man sowieso alle einfach so belegen, wie man möchte. Linux macht den Rest. Ja, genau. Das dazu. Ich sollte mal raufschreiben, was hier für ein Prozessor drin ist. Ansonsten, das Motherboard selber ist ein... Wo steht denn das? Es ist ein LAN-ID 00262... Nein, Spaß. Ach da. Es ist ein MA785R MB. Können wir mal ganz kurz gucken. Meine Maus, da ist meine Maus. So... Wow, Ronny, wow. MA785RMB. So. Schalten wir mal rum hier. Genau. Achso, vielleicht noch Enter drücken. Wäre ganz praktisch. Das ist ein... Genau, DDR3. Ganz klar. Ich hätte schon was. Memory, 4x, bla bla bla. Channel, ja. 133, 1600. Oh, okay, das heißt, die laufen nicht mal mit 1666, sondern nur mit max 1333 MHz. Ja, gut. Genau, max 8 GB. Ist also auch zur maximalen Größe bestückt. Ich habe auch bei DDR3-Systemen noch nie Systeme gesehen, die mehr als 8 GB hatten. Also, soweit ich weiß, war bei DDR3, also bei den beiden, also. Bei DDR3 ist ja pro Riegel, glaube ich, bis zu 4 GB möglich. Aber ich habe noch kein Motherboard gefunden, was 4x4 GB unterstützt hat. Die haben alle bei insgesamt maximal 8 GB Schluss gemacht. Zumindest die Motherboards, mit denen ich hier so gearbeitet habe. Dazu muss man ja doch sagen, ich habe mich nie wirklich um sowas wie BIOS-Upgrades gekümmert. Das heißt, kann auch einfach an den entsprechend alten BIOSen gelegen haben. Möglich. So, genau. Intel AMD Phonom. Ich weiß keine Ahnung, wie das ausgesprochen wird. Auf jeden Fall, das Ding hatte ich drauf. Entweder ein X4 oder ein X3. Wobei das hier, glaube ich, ein X3er war. Genau. Der da, quasi. Ja. Wie gesagt, da gucken wir dann nachher mal rein. Integrierte Grafikkarte ist eine 4200 HD. Genau. Wie gesagt, für Office wird es vollkommen ausreichen. Und da ich ihm mal sowieso Linux draufklatsche, Linux-Support hat die auf jeden Fall. Also da brauchen wir überhaupt keine Sorgen zu haben. Unter Windows wahrscheinlich nicht mehr. Aber wie gesagt, Windows kommt hier eh nicht drauf. Dafür ist das Ding einfach schon zu alt. Weil alles, was hier drauf laufen würde, wäre Windows 10. Windows 10 läuft hier drauf tatsächlich noch wie Bienchen. Jetzt muss man natürlich dazu sagen, solange wie Windows Vanilla ist. Also wenn du da viele Programme installierst und Windows zumüllst mit der Zeit durch Updates und sowas alles, dann wird es mit der Zeit natürlich ultra langsam auf der Kiste.
Aber wenn du Windows, ich sage jetzt mal, alle Jahre neu installierst, dann hast du auch immer ein relativ frisches Erlebnis. Aber wie gesagt, Windows 10 Support endet in irgendwie 3 Jahren oder so, 2025. Und dann gibt es nur noch Windows 11 und Windows 11 läuft auf dem Motherboard definitiv nicht. Von daher braucht man damit Windows erst gar nicht kommen. VGA, HDMI, ja, Audio, SPIF, USB 2.0 Ports, genau. Dreimal USB-Header, aber davon nichts mit USB 3.0 leider. Ja, halt die klassischen Verdächtigen, ne? So typische Motherboard-Ausstattung halt. Kennt man ja. Warum sind die Statistiken immer auf? Ich verstehe das nicht. Weg damit. Genau. So, das ist das Motherboard. Wie gesagt, das dürfte das sein, was in meiner Workstation damals drin war. Ich hoffe es. Ist halt schon ultra lange her. Jetzt packe ich das Motherboard auf die Plastifolie. Das ist natürlich auch super genial. Nice. So, meine Tastatur kommt erstmal wieder weg hier. Jetzt habe ich gerade eine Taste gedrückt. Garantiert hat die jetzt den Weltkrieg ausgelöst. So, ne? Ganz klassisch die IO-Schild davon. Man muss IO-Schilds immer aufheben. So, ich kann mal wieder umschalten hier auf die andere Kamera. So. Auch wieder schön mit Papier. So. Und hier haben wir das Motherboard, was glaube ich in meiner richtigen, in meinem Arbeits-, also in dem Rechner drinne war. Ja, eben, ich bin bekloppt. Eben Workstation war ja der Rechner, mit dem ich gearbeitet habe. Das Motherboard, was ich gerade eben hatte, war ja das aus meinem Storage-Rechner. Also da, wo die ganzen Daten drauf liegen. Oder lagen. So, das hier ist das Motherboard aus meiner Workstation, mit dem ich auch tatsächlich gearbeitet habe, wo ich auch die ganzen Let's Plays mitgemacht habe. Und der dürfte den X4 drauf haben. Also dem Phonom X4. Den Vierkerner. So, das Motherboard ist ein. Genau, der hat nämlich auch keine Onboard-Grafik. Deswegen hatte ich da nämlich auch die gute Grafikkarte drauf. Erstens natürlich klar für die Spiele, ne, damit die auch noch die Grafik haben. Und halt, weil der auch halt auch keine Onboard-Grafik hat. Deswegen bin ich mir ganz sicher, dass das halt die Platine war davon. Also dürfte hier auch der Vierkerner drauf sein. So, Fokus. Danke. Hier einmal klassisch Audio, Gigabit, viermal USB. Der hat sogar Firewire hier oben mit bei. Ansonsten hier ist gar nichts. Wie gesagt, Onboard-Video-Fehlanzeige und halt noch zweimal PS2. Ansonsten hat der hier zweimal PCI einfach, also die alten PCI-Schnittstellen und nur einmal PCI Express. Dafür war halt auch 16-fach. Ach, nee, guck mal, hier oben hat der auch noch PCI Express, aber einfach. Also hat der zu wissen zweimal PCI Express, geht schon. Dafür hat der vier SATA und die sind auch alle gleichfarbig. Das heißt, man kann die auch alle gleichberechtigt benutzen. Was natürlich sehr praktisch für mich ist. Da ich, wie gesagt, auf sowas wie Hardware-Weight oder ähnliches sowieso immer scheiße. Dann hat der auch noch guten alten IDE-Anschluss, was das andere Motherboard ja auch nicht hatte. Nutze ich zwar eigentlich nicht mehr, werde ich jetzt auch für den Rechner natürlich nicht nutzen, aber immer schön zu haben, sowas. Da kann man noch alte Festplatten, weil ich habe ja noch ha haufenweise IDE-Festplatten. Kann ich dir mal zeigen. Muss ich nochmal hier auf meine. So. Phone, 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 Phone. Machen wir einfach mal. So. So, hier habe ich noch diverse alte IDE-Platten. Kann ich hier nicht dann machen? Na, egal. Man sieht es auf jeden Fall hier, ne? Haufenweise alte IDE-Festplatten habe ich hier noch rumfliegen. Und ich weiß nicht mehr, ob ich die irgendwann jemals mal nutzen werde. Aber wenn ich sie nutzen werde, dann habe ich auf jeden Fall noch ein Motherboard, was das unterstützt. Ich meine, gut, es gibt ja auch noch haufenweise IDE-Karten, Erweiterungskarten zur Not. Kann man damit ja noch ein bisschen abstrahieren. Ja, genau. Ansonsten hat das Ding halt sonst auch keine besonderen Features. Wie gesagt, auch kein USB 3.0. Auch dafür ist das Board einfach zu alt. Können wir mal gucken, was hier. Warum sind die Namen der Motherboards immer so gut versteckt? Ach, hier ist es doch.
Das ist ein MS 7501, Version 6.1. Gucken wir mal. So. Gib mal die Tastatur. Die Tastatur ist so schön. Hallo. Hallo. Ich brauche einen größeren Tisch. Was mache ich denn hier? Weg. So. Da. So, wir brauchen MS. Ist das Ding von Microsoft oder was? 701. Version 6.1. Genau. 6.1. So. Aha, aha. Von welcher Firma ist das Ding? Von Medion direkt. Ach so, das MS steht für MSI. Okay. Gut. Sehe ich irgendwo irgendwelche Specs? Hä, ARM2? Müsste aber doch schon ARM3-Sockel sein, oder? Internetmarine. Tiger Technik. Ah, guck mal hier. Da. Nee. Nee. Tja. Wie wär's mit ein bisschen Konnektivität hier? Ha? Mit die Außenwelt, du. Ah. Ja, ist das Richtige. Auch für Schnittstellen, aber ich glaube nicht, dass hier viele Faktoren. Ich bin mir sicher, dass das hier falsch ist. Weil AMD Firmen X2 ist doch schon ARM3-Sockel, oder? Müsste es nicht ARM3-Sockel sein? Ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Egal. Genau, Weitratex, PCIe einfach, DDR3 RAM, genau, Anzahl der Speicherplätze ist 4. Hat auch wieder 8 GB bestückt. Ansonsten steht hier auch nicht mehr. Gut, und dann hat man hier natürlich halt die klassischen Vertreter, wie gesagt, also IDE-Schnittstelle. Und ich habe hier halt auch wieder 4-2 GB Regel drauf, mit dem gleichen Problem halt. Maximal 8 GB möglich, DDR3-Geschichte halt, ist halt so. Genau, also von daher auch ein normales Motherboard. Für das, was ich damals gemacht habe, vollkommen ausreichend. Und ja, vielleicht werden wir also auch das Ding nutzen können. Müssen wir einfach mal gucken. Wie gesagt, entscheidend ist, was da für ein Prozessor drauf ist. Weil ich werde natürlich dann das Motherboard nutzen, wo der X4 drauf ist. Ne? Müssen wir also durchtesten. So, dann packen wir die hier erstmal. Ich packe die am besten mal direkt so auf Seite. Wieder einpacken lohnt sich nicht. Denn wir müssen ja sowieso durchprobieren. So. So. Der andere Motherboard. Und das Intel-Ding, wo ich keine Ahnung habe, wo das Ding herkam. So, die nächste Geschichte wären dann die Grafikkarten, also die Grafikkarte vielmehr. Da haben wir ein paar zur Auswahl. Einmal ein relativ neuer Neuzugang. Das hier ist eine MSI Twin 403.
Genau. Was das intern für eine Grafikkarte ist, weiß ich gar nicht mehr. Es ist auf jeden Fall irgendeine GeForce. Kriegen wir dazu Informationen? Ja, einmal DisplayPort, einmal HDMI und das wäre mal DVI-I, glaube. Ne, einmal DVI-D und einmal DVI-I. Also D, hier kannst du noch einen Adapter drauf stecken auf VGA. Also quasi sowas hier. Ja, da ist auf der einen Seite VGA, auf der anderen Seite DVI-A. Und DVI-A abstrahiert dann das DVI-I, was glaube ich für Integrated steht. Und dann hast du DVGA-Anschluss quasi. Dann hast du bei der Grafikkarte quasi alle Anschlüsse. DisplayPort, HDMI, VGA und DVI. Also sehr universell das Ganze. Gucken wir mal kurz, ob wir hierzu irgendwelche technischen Details finden in die große, weite Internet. So, was steht hinten drauf? So, Google sagt, das Ganze ist eine GeForce GTX 660. Genau, GeForce GTX 660, hier oben steht es auch nochmal, GTX 660. Also, damit dürften wir zu tun haben. Das dürfte auch von den Grafikkarten, die in dem Karton drin sind, die modernste sein. Allerdings natürlich eine GeForce. Ich weiß also nicht, ob ich die nutzen werde. Muss ich gucken, ob ich sie unter der Distribution, die ich hier drauf zu laufen gedenke, also wahrscheinlich Ubuntu, nicht K-Ubuntu, sondern Ubuntu, ne? Muss ich gucken, ob sie darunter zu laufen zu bekommen ist. Ubuntu hat eigentlich relativ guten GeForce-Support. Jetzt kann es aber sein, dass, weil dieser Support läuft unter Ubuntu auch mit dem proprietären Treiber, weil dieser Open-Source-Treiber von Nvidia ist halt Bullshit und dementsprechend musst du halt den proprietären Treiber nutzen und da weiß ich halt nicht, ob für diesen proprietären Treiber die Grafikkarte dann doch schon zu alt ist. Das ist das Problem mit diesen proprietären Treibern. Bei einer Radeon-Grafikkarte, die als nächstes jetzt kommt zum Beispiel, da weiß ich genau, kein Problem, weil AMD hat halt Open-Source-Treiber, AMD GPU und die ganzen alten Treiber gibt es ja auch noch von AMD-Grafikkarten und die funktionieren alle super gut, weil die halt direkt im Linux-Kernel integriert sind und unterstützen auch noch ältere Grafikkarten problemlos. Ne? Also zum Beispiel das Baby hier. Boom. Ja, von Asus. Das ist eine, jetzt muss ich lügen, glaube eine HD 6850. Steht hier drauf? Ja, da steht's. EAH 6850. Ist auch die Overclocked-Modellversion, soweit ich weiß. Ist aber irrelevant. Braucht doch zweimal Stromanschluss. Haben wir aber. Ist also auch kein Problem. Genau, und das ist halt dementsprechend schon etwas schwächer. Ich meine, wir können ja mal. Ich packe mal hier wieder rein. So. Die andere Grafikkarte liegt hier noch. So, packen wir mal hier die Tastatur auf. Schalten wir mal wieder um hier. So, wir können ja mal kleinen Test probieren. Meine Maus hat sich wieder verstellt hier. So. Ja. Nein. Ja. Perfekt. So. Wir wollen vergleichen. GeForce 660. GTX. VS. HD 6850. Ich glaube, die GeForce liegt weit vorne. Technical User Benchmark ist eine gute Seite. Die ganzen anderen Seiten. Gibt es hier nur User Benchmark? Also, GPU-Check kenne ich nicht. Mal gucken, was da angezeigt wird.
Hardware-Bench, okay. So, das hier ist eigentlich so die Seite, die ich bisher immer sehr gerne genutzt habe, wenn ich so gar keine Ahnung von Grafikkarten hatte. Ja, wie sieht man schon, ne? Die GTX 660 ist fast doppelt so stark. Ist ja auch wesentlich neuerer, soweit ich weiß. Die GeForce kam raus. Ach nee, das ist sogar älter. Die kam 2012 raus. Gott, ist die schon alt. Und die hier kam 2014 raus. Okay. Ja, auf jeden Fall, wie gesagt, von den rein technischen Daten wäre die GeForce halt stärker. Aber erstens, ne, ist halt die Sache, der nette Herr ist halt kein Gamer. Er braucht die also nicht für Gaming, sondern halt für Office-Arbeiten. Und da kommt es halt einfach auf gute Grafikintegrität an. Also, dass die Grafikkarte halt gut funktioniert. Und da ist halt Radeon definitiv ganz weit vorne, was Linux angeht. Von daher werden wir wahrscheinlich doch mit der HD 6850 gehen. Ja. Das heißt, da können wir die auch schon mal draußen lassen. Und die ganzen anderen Grafikkarten, die hier noch so drin rumliegen, das sind alles einfache Bastelgrafikkarten. Wo ich auch nicht mehr weiß, ob die überhaupt noch funktionieren. Also so eine typischen Einslot-Grafikkarten. Die halt wirklich nur dazu da sind, um überhaupt Bild noch auszugeben. Wo ich auch nicht weiß. Also das ist eine Soundkarte. Genau, dann haben wir hier noch so diverse uralt Grafikkarten, Passivkühler, eine Baueinheit hoch. Also man merkt schon, die lohnen sich wirklich nur noch, wenn man irgendwelche Testsysteme aufbaut, damit man halt überhaupt Grafik hat. So, das heißt, ich werde die GeForce mal einpacken. Genau. Ungefähr so hier. Und dann werden wir die AMD Radeon benutzen, wenn sie denn noch funktioniert. Ist ja die nächste Sache. Was man nicht so ganz genau wissen kann. So, da, und da. So, perfekt. So, was Netzteile angeht, habe ich hier so zwei ältere Netzteile von LC Power. Und zwar einmal das Modell 6500 LC 6550, also 550 Watt Netzteil, was wohl relativ schlecht sein soll. Also so ein typisches China-Böller. Und nochmal das gleiche. In einer etwas neueren Version, aber auch das gleiche Modell 6550, also auch 550 Watt. Von daher habe ich es mit denen erstmal geliebäugelt, ob ich eins von den beiden verwende, weil die halt bei mir halt rumfliegen. Aber ich bin mir halt nicht so sicher, ob man. Ich meine, die funktionieren wahrscheinlich noch. Weil als ich sie ausgebaut habe, als sie angefallen sind, haben sie funktioniert. Die haben bei mir auch jahrelang guten Dienst gemacht. Allerdings lagen die zum einen schon relativ lange im Schrank und Kondensatoren sind nicht dafür bekannt, dass sie lange halten, wenn sie irgendwo rumfliegen. Und vor allen Dingen fehlt auch die Frage, wie lange sie noch halten. Das ist also etwas, was man vielleicht jetzt nicht in ein Produktivsystem einbauen sollte, was 24/7 einfach laufen soll. Von daher zwar zwei schöne Netzteile, aber für produktiv nicht geeignet. Und deswegen habe ich mal ein bisschen weiter bei mir hier gegraben. Und habe ein Netzteil noch gefunden, was euch vielleicht ein bisschen bekannter vorkommen dürfte. Ein gutes Be Quiet. Ah. So. Ist das nicht das modernste von Be Quiet? Ist auch schon ein bisschen betagt, ist aber halt Be Quiet. Damit also eine gute Firma, die auch Qualität verbaut.
Also auch lange hält. Ja, Dark Power Pro. Und das gute Stück hat zumindest auch 550 Watt, soweit ich weiß. Bla bla bla, bla bla bla. Dies, das, Ananas. Genau, 550 Watt. Da, Combined Power. Und ja, ist halt sogar schon full modular. Nee, teilmodular, weil der die ATX-Pranke, die ist hier fest verkabelt. Genauso wie so ein komischer Feedback-Kabel für den Lüfter. Keine Ahnung, auf welches wie die auf die Idee gekommen sind. Vor allen Dingen, dass das Kabel auch fest ist. Weißt du, das Kabel, was wahrscheinlich man niemals brauchen wird in der Realität, das ist fest verbaut. Hätten sie auch ruhig modular machen können. Weil die haben ja hier auch diverse Lüfter, Steuer, Dings da, Bums da. Von daher hätten sie dieses Kabel hier auch ruhig modular machen können. Haben sie aber nicht. Naja, was soll's. Alles andere ist auf jeden Fall modular. Ne, wir haben hier unsere, wie sagt man, CD-ROM-Laufwerke, also SATA und Molex-Stecker. Hier haben wir zweimal für Grafikkarte. Das gelbe ist Schlachtenstot, ist glaube ich der P4-Anschluss. Ja, genau, also naja, hat man früher P4 genannt. Jetzt heißt das Ding glaube ich P8, weil er halt 8 Pins hat. Der blaue ist der klassische P4-Stecker. Das ist halt P8, warum auch immer der hier 10 Kontakte hat, ich habe keine Ahnung. Sollte also alles für uns Brauchbare mit dabei haben, weil für die Grafikkarte, habe ich ja schon gezeigt, die Grafikkarte braucht 2x6-Pin-Anschluss, da, und dementsprechend brauchen wir auch über einen roten Stecker. Einfach, damit wir die Grafikkarte auch bepowern können. Die Kabel dazu, die man hier braucht, die fliegen bei mir auch noch irgendwo rum. Ich sehe sie sogar schon, ihr nicht, haha. Das heißt, es wird wahrscheinlich das Netzteil bleiben. Es ist relativ groß. Es ist auch extrem schwer, was bei Netzteilen in der Preiskategorie auch durchaus Standard ist, weil diese Power Factor Correction, also dieses PFC, das ist hier mit darin gelöst, dass hier einfach ein Netzteil quergelegt ist. Soweit ich mich jetzt nicht ganz irre, oder? Also vom Gewicht her würde ich das zumindest sagen. Ich sehe aber gerade keins. Kann also sein, dass das Ding eine aktive Powerkorrektur hat. Dann frage ich mich zwar, warum das Ding so schwer ist bei 550 Watt, aber egal. Auf jeden Fall. Ah ja, doch, hier steht es drauf. Active PVC. PFC. Ne, die nur PFC haben, die haben meistens hier einfach eine Spule in Reihe gelegt zum Netz. Und Active PFC, da ist halt wirklich eine aktive Schaltelektronik hinter. Jetzt habt ihr es auf dem Kopf. Sehr geil. Egal. Auf jeden Fall, hat das Ding auf jeden Fall definitiv bessere Werte als die anderen Ballettsteile. Von daher werden wir hiermit gehen. So meine Idee. Ansonsten habe ich dann noch zwei Festplatten rumfliegen, die wir noch verwenden werden. Zwei 250 GB Festplatten. SSDs habe ich gerade keine rumfliegen. Von daher werden wir darauf wahrscheinlich scheißen. Ist aber unter Linux, also in dem Fall Ubuntu, aber auch kein Problem, weil so sehr angewiesen wie Windows auf eine SSD ist Linux nicht. Linux läuft auch mit einer HDD performant, was einfach daran liegt, dass Linux halt einen sehr großen Lese-Schreib-Cache nutzt und dementsprechend auch mit HDDs performant umgehen kann. Etwas, was Windows ja leider verlernt hat. Beziehungsweise Windows ist einfach so ausgeblurrt. Da bringt selbst dort nichts mehr. So, das heißt, das soll es mit dem Video dann erstmal gewesen sein. Und im nächsten Video werden wir dann anfangen, die Komponenten zusammenzubauen. Ja, so meine Idee. Gut, dann, so. Alter, dieses ganze Rauschen im Video. Bin ich mal gespannt, wie groß das Video dadurch geworden ist. Oh, 10 GB. Das geht ja noch fast. ja. Naja, ist halt so, weil es hier halt relativ dunkel ist. Aber was willst du machen? Die restliche Verstärkung der Kameras funktioniert ja zum Glück. Von daher soll es damit erstmal gewesen sein. Wie gesagt, im nächsten Video werden wir dann die Sachen zusammenbauen. Und dann werde ich mindestens noch ein Video machen, wo wir dann die Sachen, wo wir dann halt Ubuntu installieren.
Ich weiß auch gar nicht, was zum Beispiel auf den Festplatten, die ich einbauen möchte, ob da noch irgendwas drauf ist an Software, also an Betriebssystem. Aber wenn da was drauf ist, dann dürfte da höchstens noch Knoppix drauf sein. Naja, gucken wir mal. Auf jeden Fall mit der Folge erstmal die Hardware gezeigt. Und in der nächsten Folge bauen wir die zusammen. Von daher, ja, bis dann.